Servus, Christian, hallo, willkommen zurück zu Raf mit dem guten Manu, alias Mr. Nagel. Alias, der deinen Fisch frisst. Ja. Lul. So, wir sind immer noch auf Balboa Island, beziehungsweise Abfahrt. On Balboa Island. Abfahrt. Das Ganze ändert man jetzt einmal. Oh. Da haben wir jetzt ein bisschen Planken rein. Einmal Rückwärtsgang, einmal Rückwärtsgang, Motor starten, Motor starten und Motor einschalten. Sicher. Hä? Und das haut er so hin. Was ist los? Ah! Vielleicht sollte man noch ein Ankerlicht in dazwischen. Na. Braucht's das? Na. Achso. Haben wir aber schon gedacht. Also, ich sag mal, wir hätten jetzt ein nice Ziel. Ja. Sollten wir das einmal einklopfen, oder? Ja, ist mit seiner Zeit. Jetzt schauen wir erst einmal, kannst du die Motoren umschalten? Auf vorwärts. Richtung ändern. Richtung ändern. Ab der Lader, geht nach vorn. Jawohl, auf geht's. Weg vom Balboa, da braucht man nichts mehr. Eigentlich braucht man ein paar Ressourcen, damit wir drüber können. Ja, ich schau, dass irgendwie mit der Windrichtung ein bisschen. Also gegen die Windrichtung vielleicht. Ab zum Kudi! Aber ich muss jetzt erst einmal erforschen. Und zwar können wir eine Machete lernen. Einen Biokraftstofftank können wir lernen. Einen Biokraftstoffraffinerie können wir lernen. Und ein Treibstoffrohr können wir lernen. Dann können wir noch Bienenglas erforschen und den Bienenstock lernen. Honigwaben können wir erlernen. Und können wir dadurch dann Honig herstellen. Und übrigens, weil du die letzten zwei Folgen irgendwann einmal gesagt hast, hey, gibt's halt nicht einen Rucksack. Wir brauchen mal Wolle dafür. Ah. Ja gut, das ist jetzt geschissen. Das ist geschissen. Sag ich dir, wie es ist. Sag ich dir, wie es ist. Ich muss ein bisschen mal ralsam jetzt, du. Ein Bienenstock. Da brauchen wir Ton, zwei Scharnier. Boah, 15 Bienengläser! Wie viel haben wir denn? Also ich habe 10 gegeben. 18. 18, naja gut, klang für uns. Ha! Oh, lecker mio. Was vibrierst du? Wer? Yeah. Achso. Oh, mein Mobiltelefon. Jetzt hat er den dabei, du. Das ist nicht wichtig. Was eingefallen? Das ist nicht wichtig. Du, ich sag das gleich. Du Isel, du. Da knabbert was. Oh. Wo ist er? Harry! Na super. Jetzt hat er es wirklich geschafft. Das war schon. Hey, ich hab ein bald kein Holz nicht mehr. Ich bin gerade am Sammeln. Hilfe, nimm mich mit! Nimm mich mit, Schornsteinfeger, nimm mich mit. What? Was denn? Warum Schornsteinfeger? Ja, keine Ahnung. Das finde ich jetzt gruselig. Na. Da habe ich jetzt schon ein bisschen Angst vor. Na, sag sowas nicht. So, das müssen wir ein wenig richten. So, ich habe jetzt da einen Bienenstock. Kümmere dich gut um die Bienen, um Königwaben zu erhalten. Honigwaben. Bau umdreif und der steht neben Anker. Gut. Hallo, der ist ja gestanden, wie du das gesagt hast. Ja, das weiß ich schon. Ich wollte jetzt langsam. Brauchen wir übrigens ein Feudel. Für was? Für Bienen? Ich glaube, da braucht man Blumen daneben. Okay, Blumen. Warst du schon so ein mittleres Anbaufeld? Ja, okay. Also, ich habe noch ein paar Anbaufelder da. Nein, sind große. Ich brauche mittlere. Ups. Ich habe die großen jetzt einmal mitgenommen, falls wir die später brauchen. Steuern wir jetzt mal da um zu den komischen Geräten. Das nehmen wir mit, denke ich. Kümmer. Jetzt soll nicht mehr so viel Machtiges drin sein, was wir brauchen können, aber das wurscht. Hast du ein bisschen Holz? Ja. Bitteschön. Dankeschön. Wo ist ein ganzer Stack? Ja. Ich glaube, der Tank ist leer.
Ja, das trifft sich gut, dann kann ich noch fischen gehen. 1, 2. Da schwimmen einen Haufen Plankis umeinander. Den nehme ich alle mit. Hoffentlich fährt der Manuel nicht an mir vorbei. Und was ist das mit ihm? Das ist Zeit für Trente. Dann gehe ich aber munter unter, das sage ich dir auch. Ich schwimme gleich zu der Ding da oben. Zum Klaus. Ach, bin ich blöd, ich kann auch Blüten nicht mitnehmen. Ich glaube, ich darf den Kurs noch mal schnell ändern. Ich muss da noch um. Kehrt! 2, 3. Obwohl, da ist ein Haufen Material. Nehmen wir das Material und ich schaue dann einfach, dass ich nachkomme. Mach das. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Ab der Lade! Dann muss der Mann schnell in Onkel hin. Oder warte, tust du so? Schalte mich schnell im Motor aus. Okay, Motor abstellen, Motor abstellen. Dann kann ich da dabei schnell mal zusammenschubsen, was da. Jump and run. Und. Heppa! Alluppa! Kiste mitnehmen, Schrott, Stein, Seil, Metall. Wow! Das hat sich auch viel rentiert. Hör schon her. Fischi haut mich wieder. Freut mich. Du bist auch einer, den man nicht braucht. Unsere Motoren sind verschieden gestellt. Hast du das schon aufgefallen? Ja, ist mir schon aufgefallen. Mein innerer Perfektionismus hat sich schon gemeldet. Der war schon so bing, 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 bing. So ungefähr, ja. Er zieht jetzt schon. Au. Blöder Hai. Er sitzt schon dort und zieht. Geh her. Trudi. Ich bin vorne heute. Ich habe jetzt schon so oft umgebrot und du kommst dabei wieder. Das ist ein Alien. Alien? Ja, die besten Aliens aus den Serien. Genau, also. Das ist ganz oft tau und dann kommen sie dabei wieder. Muss mal schauen, dass wir ein noch hinkommen. Sorry, hi. Gleich mal wieder spielen. So, okay. Oh! Du lässt deinen Vogel liegen, du. Dein Vogel getötet. Mhm. Sommi, Jung! Ich tue schnell einen Vogel. 0269. Ja. Boah, wo kommst du denn durch? 0269. Ja, liegt hinter uns. Ist wurscht. Ja, segeln wir einmal am Tag halt nochmal. Es passt. Du bleibst da. Dich krieg ich. Sauber zu viel gutes Material. Das verschwemmt man nicht. So. Und jetzt ist es wieder um einen Anflutschen. Wir roten, das ist unser Plankenlager, unser nicht vorhandenes. Oi, da wachsen schöne Blümchen. Lassig. Ein bisschen Schrott gerückt. Ist ein. Hätte ich eine Anbaufläche abbauen, Kind. Okay. Was ist mit den Motoren los? Ja. Wenn wir jetzt schon wieder Auto vorher haben, ist ja Wahnsinn. Ja, sicher haben wir das. Was du musst die Energie brauchen. Falls voll mich halt. Können wir mit dem Sammeln nicht mehr noch. Aber dürfen wir bald zu der Tafel gehen. Du bist auch so eine Tafel. Nicht? Nein. Dürfen noch die bedürftigen Holzsammler hingehen, oder nicht? Die bedürftigen Holzsammler, die gibt's ja gleich einen bedürftigen Holzsammler, du Holzsammler, du! Au, Freili! So, da war Balboa Island. Da haben wir auch ein Gnolling. Da ist ein Hai.
Ich kann doch nicht mehr hau. Ah, jetzt hab ich meinen Hackel. Ich nehme ihn mit. Ich hab noch mit den Macheten geschlagen. Geht schon. Passt. Geht mir schon. Holz! Holzi, Holzi, Holzi. Ich um mein Holz. Ich um mein Holz. Da hinten warten noch ein paar Inseln gewesen. Manuel, unsere Motoren fahren sich gegenseitig kaputt mit vor dem Kreis. Was? Ja, bei den anderen stimmt die Richtung nicht. Säckel! Geht nix voran! Da können wir nicht rein! Ist eh klar! Ich hab noch umplatziert! Ja, vor dem Kreis! Und auf die Richtung nicht mehr geschaut! Ah, vielleicht hat es auch ich verstört, was weiß ich. Auf alle Fälle ans Verkehr gelaufen. Ich hab wieder ein wenig angelegt. Pfff! Ist scheiße, ja, war jetzt cool! Das hat mir jetzt gefallen. Gehen wir gleich nochmal durch. So. Na. Lim, tidlim. Da ist wahrscheinlich einer drauf gekommen, bei Nofühn oder so. Nein, ich habe ihn umplatziert. Ach so, du hast ihn nochmal weiter hinter gesetzt. Ja, meinen inneren Perfektionismus befriedigt. Ja, der innere Perfektionist ist ja vor mir im Kreis gefahren. Das war wurscht. Das ist wurscht. Hauptsache die Richtung. Hauptsache schaut gut aus. Hauptsache schaut gut aus. Schauen wir, was gestern noch probiert. Okay, du Mistvieh. Wo bist du? So, Fleisch haben wir wieder. Oh, pressiert jetzt nicht so mit dem Nochebron. So. Manni! Guck mal! Ja. Wo bist du denn? Da herum! Ah. Du summst. Was ist denn schon wieder umeinander? Ich nenn's Klaus. Honigwabe aufnehmen. Ah! Da ist ein Fassel und ein Haufen Holz. Muss ich schon noch holen. Unser erster hausgemachter Honig! Kann man den essen? Ja, freilich! Ah, du! Aber auch als Treibstoff hernehmen. Das war jetzt dann mal notwendig. Hey! Das ist wirklich gang! Ich kümmere mich darum. Gut, dass du es gesagt hast, ja, weil ich jetzt schon wieder vergessen. Ich leg schon die ganze Zeit noch. Biokraftstoff. Raffinerie. Wenn du jetzt sagst, du brauchst ein Material, kann ich sagen, ja, hab ich. Na, aber also, die scheiß Möwe, die räumen die ganzen Blumen aus! Stell Vogelscheich auf. Stell Vogelscheich auf und dann gib mir einen Namen. Gerhard oder so. Gerhard. Sorry an alle Gerhards. Gerhard ist grundsolide. Gerhard ist nett. Grundsolide. Benötigt Rohkost. Benötigt Rohkost. Was ist denn Rohkost? Kartoffeln oder so. Oder rohe Rüben. Ja, stimmt. Das Zeigler kriegt man, das ist kein Problem. Da davon kriegt man besonders mehr. Kannst du auch mal ein wenig schneller schwimmen? Ha? Also, von dem Zeug kriegt man besonders mehr. Ja, das ist okay. Ich meine, das ist Rohkost. Also, für mich ist das Rohkost. Ja, das stimmt schon. Rüben, Kartoffeln. Vogelscheuche, wo ist denn? Alles. Mr. Nagel brauchen wir doch. Die Folge wird schon wieder voll auf dich geschrieben, das kenne ich schon. Wenn du lauter Buch. Wo kriegst du schon wieder das ganze Holz fort? Oh ja, Mann, du baut. Ich sammle die ganze Zeit wieder Verrückter und mein ganzes Holz wieder weg anstatt mir. Ja, ich habe einiges in Inventar. Also. So 25. Ja, ich habe jetzt wieder ins Deck sammeln und noch einen eingekauft. Haben wir Honiggläser so herstellen? Honig. Zur Herstellung von weiß ich nicht, steht dort. So, wieder ein wenig nachgefühlt, was ich gehabt habe. Oh Gott. Da ist noch ein bisschen was. Meine Insel voraus. Ja, ich bin gerade beschäftigt. Kannst du gerne einen Zwischenstopp beilegen. So, ich habe jetzt da Glas und Honig. Schau her, was ich habe. Guck, 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 guck.
Ah, Heini! Benötigt Rohkost. Haben wir denn da gut? Ich habe einen Haufen Rüben drin und Kartoffeln. Eine Ananas. Die war von der Ananas. Jetzt so 10 Ananas ist Seibruch. Angerlichen. Angerlichen, Mion. Ja, tja. Hoppa. Hoppa. Oh, das ist eine schöne Meereswelt da herund. Mal schauen, ob die noch nützlich wird. Erst einmal das ganze Material aufsammeln. Was bist du? Du bist eine Kiste? Nein, du bist keine Kiste. Gibt's irgendwo einen komischen Bubbelfisch? Ein Bubbelfisch? Ja, der eine, wo das explosive Wulfe, bla 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 bla, haben wir letzte Folge herausgefunden. Ach so, weiß ich nicht. Aber was, der tut nichts. Na? Mit dir ist auch nichts mehr gefunden. Wie jung und dumm. Was ist das? Kann man das haben? Kann man das auch haben? Nein. Hui! Ach, da vorne ist ein Material. Oh Mando. Ja. Mando. Ja, ja. Ich schau gerade auf Zeit, wir spielen schon wieder 16 Minuten. Ja. Darfst du aufhören? Das hilft doch nicht. Das ist wieder Unendlichkeitsspiel, das kann ich schon verwalten. Und wann kriege ich da benötigt Druckkost? Benötigt Honig. Und das ist auch noch für mich. Nam nam nam. Und das mag ich. Und wir füllen jetzt dein auch. Mischt Rohkost und Honig zu Biokraftstoff. Rohkost und Honig. Honig haben wir. Ist die blöd. Ja, find ich. Jetzt hat's mir Vogelscheich kaputt gemacht. Wer? Möwe. Hä? Ja? Als ob die das kann. Okay. Ja, gibt da voll null Sinn. Haxen die dann zuerst Vogelscheich auf und dann gehen sie auf den Rest drüber? Jep. Das heißt, du kannst jetzt andauernd den Vogelscheich reinbauen. Die kostet? 5 Planken, 3 Blätter, 3 Nagel, 3 Kunststoff. Oh, das ist böse. Also 5 Planken ist böse. Der Rest ist mir wurscht. Ja, ja, das weiß ich schon. So. Schauen wir mal, dass wir unseren Generator da wieder ein bisschen voll kriegen. Benötigt Rohkost, benötigt Honig. Das kann nicht sein. Oh, wow. Kokosnuss. Soll ich denn da was in Zeiten bringen, oder bist du hin? Honig ist auch gleich wieder la. Und weil wir nicht wir haben einen Mangel. Wir haben einen Mangel. Mangel an alles. So, und jetzt, wofür jetzt dein Treibstoff auf? Treibstoffrohr bringt mir in dem Fall nichts. Das ist alles so voll. Mit Salzwasser viel? Ja, Biokraft-Treibstoff. Wow. Kannst du das jetzt zusätzlich einschütten? Der war instant voll. Instant voll? Yep. Ich habe erst gerade einen Haufen Planken aufgefüllt. Ja, auf da haben wir noch ein Gehen. Mach ich schon oder nicht. Aber dann braucht man noch ein paar mehr Pflanzen. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, ich baue mir aber herunter, weil wir da öfter dazukommen. Weißt du, rennen wir öfter vorbei, dann wird das automatisch. Ja, ich brauch's halt da herum für Bienen. Achso. Da habe ich ja hauptsächlich Blumen abgebaut, weißt du, sonst nix. Mhm. Mhm. Also, es ist schon da eh nicht, weil wir unten noch mehr machen. Wenn wir noch ein paar. Ich würde sagen, vielleicht. Ja, gut, da drin ist ein wenig bescheiden. Da vielleicht so 2. Beetle. Benötigt Rohkost. Habe ich eingeworfen. Benötigt Honig. Ah, okay. Möchte mal gerade Kartoffeln probieren. Habe ich eingeworfen, boah. Die auch nicht. Wo ist denn schon wieder? Hier ist er im Mismatch. Geh weg.
Zipfi. Das ist halt das Ganze. Ja, wir machen uns noch ein Gedanken, wie wir das Ganze machen. Habra. Und mal schauen, vielleicht machen wir auch ein paar so Anbauflächen noch offscreen und erweitern das Ganze ein bisschen, aber das sehen wir dann schon. Auf alle Fälle bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. So eine kleine Baufolge war also ein wenig. Wow, die letzte Zeit ist ja storylastig und jetzt dort haben wir ein bisschen in Bau. Da haben wir wieder ein bisschen im Muchbau. Genau. Und Material sammeln und einfach mal die neuen Sachen kennenlernen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge Raft. Wie gesagt, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Arrivederci und ciao. Kakao. Miau.